Würdest du mir Merchant sie empfehlen? Agent, keine Ahnung. Musst du selber wissen. Under the visionary leadership of Emperor Zelovus, we have become a proud and powerful nation. It is time to rise up, grasp our future, and seek our destiny among the stars. Imagine the future that we can build. We shall construct great fleets, send them out to make great discoveries, and through their conquests, secure our place in this rich galaxy. We will discover new sciences and new life. We will greet new peoples and turn them into new patriots. Together, we shall leave our mark on history. For together, we can become anything our hearts desire. Whatever the cost, whatever the effort, let us not shy away from the greatness that is our birthright. Emergency ist sowieso gerade im Sale für 13 Euro. Weil es 2017er, ich meine, da kann man nicht viel falsch machen mit 13 Euro. A brighter future together, wir verstehen. It is a time of great peace and prosperity for the Empire. Usurpers have been vanquished, disagreements resolved, wars ended. The Empire is truly united. Now is the time for your great nation to forge a path to the stars, to bring your great civilization to other worlds, to impress upon any other races you discover. Ich bin mal sehr gespannt, ey. That your way is the Vielleicht ist das so ein bisschen mit Zivilisation im Weltraum? Willkommen bei Endless Space. Um dir deinen Übergang auf den Thron der imperialen Macht zu erleichtern, wurden einige der üblichen Startbedingungen, wie beispielsweise einzigartige Fraktionsmerkmale, vorübergehend deaktiviert. Sobald du mit den Grundlagen des Spiels vertraut bist, werden diese Funktionen wieder aktiviert. Die Galaxie der Endless ist reich an Chancen, aber auch an Gefahren. Um in diesem Universum zu überleben, wirst du eine mächtige Besatzung begründen müssen, die starke Gegner in die Knie zwingen kann. Hier beginnt deine Geschichte, inmitten der Galaxie deines Heimatsystems Duzay. Ja, der blinkende Stern da. Zoome mit dem Mausrad hinein und klicke mit links auf dein Sternsystem, um den Bildschirmsystem für weiter zu öffnen. Okidoki, trautes Heim. Sieht aus wie... Warte mal, Duzay, da sind wir, oder? Bin nicht ganz sicher. Vor langer Zeit wurde Duzay von den sternenfahrenden Ahnen des Vereinigten Imperiums kolonisiert. Das freut mich. Als diese sich auf Raya niederließen, also Duzay ist anscheinend das System und Raya ist der Planet. Ja, sieht so aus. Heute ist es das pulsierende Herz der Ambition des Imperiums, aber es kann immer noch mächtiger gemacht werden. Um das System zu stärken, musst du die Produktion und Bewirtschaftung mit Ressourcen meistern. Nur die Ressourcen eines kolonisierten Planeten können verwendet werden. Okay, alles klar, cool. Also es fängt schon mal gut an. Ich würde sagen, hier, was haben wir dann so? Getreide, Produktion. Ganz ehrlich, sind das nicht sogar dieselben Icons wie bei Civilization hier? Oder täusche ich mich? Das ist irgendwie fast identisch, sag mal. Einflusspunkte ist doch alles wie bei Civilization hier. Interessant. Okay, was steht? Oh Gott, ich muss hier nachlesen. Aber kann ich mich noch mit dir normal im Stream unterhalten, ohne dass du jetzt die ganze Zeit deine Stimme ausdrückst, dass ich anscheinend ein Kitty bin? Nein. Du sollst einfach nur aufhören, darüber zu reden, das ist alles gut. Ralf, bin da mal auf dem Whitelist. Lass mal den Public offline nehmen, ist ein Filmbestand, eine super Idee. Naja, hoffentlich kommen noch mehr auf dem Whitelist. Ja, genau, das ist der Plan. Wir müssen die Leute einfach dazu zwingen, auf dem Whitelist-Server zu spielen. Ich würde auch sagen, dass wir sagen, ab 20 Uhr eben Whitelist-Server offline, online und Public down. Und jeder, der spielen möchte, oder wir machen es schon ab 19 Uhr. Dann haben wir eine Stunde Whitelist-Gespräch und dann können die Leute um 20 Uhr drauf connecten. So, irgendwie sowas. Also dazu sollten wir auf jeden Fall uns nochmal drüber Gedanken machen. Finde ich, glaube ich, finde ich auch ganz okay. Hier unten haben wir sogar Zug beenden in der Ecke, da ist aber meine Kamera gerade drüber. Das ist echt wie Civilization hier, ich bin mir sehr gespannt. Es gibt fünf entscheidende Ressourcen: Nahrung, Industrie, Dust. Warte mal.
Sag mal, bin ich eigentlich bescheuert? Sag mal, Leute, bin ich eigentlich bescheuert? Es ist Endless Space 2. Kein Wunder, dass ich hier alles kenne. Und das ist die fucking Währung. Ich habe Endless Space ja auch gesuchtet. Natürlich erkenne ich einige Sachen wieder. Es ist mir. Warum hat denn aber Sega Endless Space 2 published? Endless Space, was ich gespielt habe, das habe ich mit Flash oder sogar mal gespielt. Fast 10 oder 12 Stunden lang am Stück. Spikey, bitte geh auf den Discord-Server. Der Channel hier oder der Chat auf Twitch ist nicht dafür da, Fragen zum 5M-Server zu beantworten. Ganz wichtig. Ihr müsst mal daran denken, dass das hier ein Twitch-Chat ist zum Stream und nicht der. Ich habe 1000 Fragen, habe keine Ahnung, Chat für. Ich stelle einfach meine Fragen hier, weil ich kurz keine Ahnung habe, wie es geht. Please don't do it, man. Geht bitte auf den Discord-Server. Hey, Fireboy! Ich bin mal sehr gespannt so. Das ist ja auch sehr geil. Endless Space 1 habe ich sehr, sehr gerne gespielt, ey. Wissenschaft und Einfluss haben wir hier. Ihre Produktion pro Zug auf einem kolonisierten Planeten skaliert mit der Größe der Bevölkerung des Planeten. Wenn Raya beispielsweise eine Bevölkerung von 3 hat, wird die Grundproduktion mit 3 multipliziert. Was ist das Bevölkerungszeichen, dieses kleine Männchen da? Ah ja, im Übrigen, ich muss mal ganz kurz mein Telefon holen, weil ich noch auf eine Antwort warte von einem Kumpel. Da. What the fuck, Alter? Ach du Scheiße. Das ist ja keine gute Nachricht gerade. Ey, es wird ja immer besser, ey, bei mir hier, ey. Sorry, Leute, aber das ist eine wichtige Nachricht, die muss ich erstmal schicken. Nee, ich habe heute Mittag eine Nachricht bekommen von einem alten Arbeitskollegen, ob ich weiß, was mit einem Freund von uns ist. Und es wurde heute in der Arbeit erzählt, dass er 8 Wochen krankgeschrieben ist wegen schweren Verbrennungen. Und das ist ja völliger Absturz, Alter. Fuck. Schwere Verbrennungen, Alter, wie. Was zur Hölle ist da denn passiert, ey? Übel, Mann, Alter. Richtig übel, ey. Bullshit, ey. Nicht gut, Leute, nicht gut. Endless Space 1 ist ein. Ist so wie Civilization eigentlich. Witzigerweise, man hat auf dem, hat bei Endless Space ein rundenbasiertes Kampfsystem. Okay, wo war die Bevölkerung da? Macht mich echt fertig, Mann. Ich habe meinem Kumpel auch noch geschrieben. Am Freitag war ich mit ihm unterwegs, am Samstag hat er sich nicht mehr gerührt. Weil ich ihn echt noch gefragt habe. Der hat nicht mehr. Der hat, aber das ist mir auch nicht. Das ist total komisch. Der hat mir nicht mehr geantwortet. Da dachte ich mir, okay, egal. Okay, wir haben geschnallt. Mehr Bevölkerung, mehr Grundproduktion. Die gesamte voraussichtliche Produktion von Winde. Was denn schon wieder Winde? Das System im nächsten Zug wird im Seitenfenster angezeigt. Oh.
Hier wird viel angezeigt. Okay, es gibt zwar nur ein einzelnes kolonisiertes Planet im System Dusai, aber die gesamte Produktion von Winde ist größer als die Produktion von Raya. Sind es hier. Fuck, was er jetzt gemacht hat. Okay. Ist das hier Winde? Dusai 1. Kann man hier irgendwie durchscrollen? Was ist denn fucking Winde, Alter? Die Gesamtforstsituation von Winde. Ich sehe nirgendwo Winde. Ja, 8 Wochen sind viel, auf jeden Fall. Machen wir jetzt auch Sorgen um meinen Kumpel, wie es dem geht, so, aber was soll ich tun? Ist der im Krankenhaus? Ist der zu Hause? Ich hab. Wartet, sag ich noch auf eine Antwort. Unbegrenzte Supermärkte, das klingt ja gut. Ich frage mich immer noch, was Winde ist. Es gibt zwar nur einen einzelnen kondensierten Planeten im System Dusai, aber die größte Produktion von Winde ist größer als die Produktion von Raya. Dankeschön, aber what the fuck, wo ist Winde? Sieht das irgendjemand? Ich habe echt keinen blassen Schimmer hier. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich schreibe jetzt meinem Kumpel auch noch schnell kurz. Ich habe auch die Nummer nicht von seiner Schwester, was ein bisschen ätzend ist. Naja. Ah, die Kombination aus den vier Dingen. Was? Ah, stimmt. W-I-N-D-E. Ihr könnte. W-I-N-D-E. Genau. Genau so ist es. Es ist Wissenschaft, Industrie. Genau, danke schön. Das ist die. Ah, genau, deswegen ist es auch hier zusammengefügt. Okay. Ich habe nur gedacht, Winde wäre der Name von dem Planeten. Genau, W-I-N-D-E. Da hätten sie nur die Buchstaben noch bunt gemacht, dann hätten sie in den Farben von den Icons, dann hätte ich es geschnallt. Aber danke dir auf jeden Fall. Töpfchen, dass du mir das gesagt hast, genauso ist es nämlich. Es gibt zwar nur ein einzelnes kondensierten Planeten im System Dusai, genau das jetzt meint, das ist dann Raya. Aber die gesamte Produktion von Winde. Oh, dankeschön, Burn It Down! Awesome! Läuft ganz gut, ich muss viel lesen und verstehen. Danke für den Reset, mein Freund, dankeschön für die Unterstützung. Ja, aber die gesamte Produktion von Winde ist größer als die Produktion von Raya. Was? Und warum? Dies liegt an den Systemverbesserungen. Ah! Wo ist denn dieser Industriefutze? Hier, das da oder was? Öffne eine Liste aller in diesem System errichteten Verbesserungen, damit du die laufenden Kosten optimieren kannst. Errichte Systemverbesserungen. Okay. Wo ist jetzt das Infomenü hin? Danke. Jetzt würde ich gerne weitermachen. Nächster Hilfepunkt. Wo bist du? Scheiße. Da, das ist wieder sehr gut. Systemverbesserung, okay, gibt immer so einen Kreis hier. Systemverbesserungen werden eine wesentliche Rolle in der Entwicklung deines Imperiums spielen, da du mit ihrer Hilfe die Stärke eines Systems ausbauen und seine Schwächen minimieren kannst. Auf die Liste der gebauten Systemverbesserungen kannst du im Seitenfenster des Systems zugreifen. Ja, das habe ich schon geschnallt. Und dann kann ich hier mit Dust Sachen verbessern. Damit dein Imperium wachsen und gedeihen kann, musst du deinen Planeten gut verwalten. Dieses imposante Verwaltungszentrum stellt sicher, dass Finanzen, Verteidigung und Wirtschaft den geplanten Gang gehen.
Okay, muss ich natürlich ganz normal ausbauen. Haben wir gemacht. Jetzt würde ich gerne wieder zurück. So, Produktion 37. Im System kann die Produktion von Industrie nie eingelagert werden. Du solltest also immer ein aktives Bauprojekt haben. Du solltest also immer ein aktives Bauprojekt haben, da ansonsten die erwirtschaftete Industrie für diesen Zug einen Zug später verschwindet. Das heißt, habe ich Ressourcen verfügbar, muss die benutzen pro Runde. Ja? Die Liste der verfügbaren Bauprojekte zeigt, was du in deinem System bauen kannst. Hier unten. Okay, was ist der Unterschied hier? Okay, verstanden. Wie bei den meisten Benutzeroberflächen kannst du auch hier zusätzliche Details erhalten, indem du mit dem Maus auf ein Bauprojekt zeigst. Außerdem kann die Systemverbesserung nur einmal pro System gebaut werden. In der Regel ist der Verbesserung Drohnennetzwerk angesichts ihrer Auswirkungen ein guter Ausgangspunkt. Klicken Sie mit der linken Maus auf ein Bauprojekt, um es hinzuzufügen. So, was steht hier? Unbeeinflusst von Gelände, Wetter und Infrastruktur können Drohnengeschwader Material in einem Bruchteil der Zeit, wie es mit herkömmlichen Methoden benötigt hätte, über den Planeten transportieren. So kann alles vom Saatgut bis hin zum Rohmaterial effizienter verwaltet und eingesetzt werden. Plus mehr Nahrung plus mehr Produktion, kostet 160 Produktion, dauert 5 Runden, 2 das laufende Kosten und der Wille des Imperiums steigt um 16. So, 5 Runden brauche ich jetzt für das Drohnennetzwerk. Das Bauprojekt ganz oben in der Liste verwendet die Produktion von Industrie. Okay. In diesem Zug, in deinem System Zug für Zug, bis es abgeschlossen ist. Dies kann mehrere Züge dauern, je nachdem wie hoch die Kosten der Industrie des Bauprojekts sind bei dir in der Liste. Okay. Das heißt, es hat 160 Produktion, ich habe 37 da, 5 Runden, 4x5. Haut aber nicht ganz hin, oder? Ah, es sind 200. Doch, es müsste eigentlich... Jetzt bescheuert. Achso, ich mache 37, nicht 40. Ja, okay, meine Rechnung. Okay, habe ich verstanden. Super. Ich produziere jetzt eigentlich noch gar nichts. Ich habe jetzt in die Bauschleife das Drohnennetzwerk gepackt. Wie bei den anderen bewirtschafteten Ressourcen wird eine bestimmte Menge an Nahrung jede Runde produziert. 43 haben wir gerade. Wie Industrie kann auch Nahrung nicht gelagert werden. Sie wird auf der Stelle verbraucht, Sie wird auf der Stelle verbraucht und das natürlich primär zu Versorgende der bereits vorhandenen Bevölkerung. Was? Und das natürlich primär zur Versorgende, zur Versorgung der bereits vorhandenen Bevölkerung. Ja, ich verstehe, natürlich. Grundsätzlich müssen erstmal die Mäuler gestopft werden. Die überschüssige Nahrung wird dann automatisch in das Bevölkerungswachstum des Systems. Okay, geht's ins Wachstum. Verstanden. Wie du siehst, wird sich die Bevölkerungszahl nach ein paar Zügen lange nicht erhöhen. 6 Runden, um einen neuen Siedler zu bekommen, so wie es aussieht. Sieht man hier links auf diesem Ding da. Ich denke auch, dass meine Kamera gerade da sehr gut platziert ist. Da unten rechts verpasst du nicht viel. Vielleicht hast du schon bemerkt, dass verschiedene Bevölkerungstypen in diesem System leben. Ich habe nichts bemerkt, nein. Vereinigtes Imperium und die Hisho. Okay. Du wirst feststellen, dass es noch zahlreiche andere in der Galaxie gibt, alle mit ganz eigenen Merkmalen, die die Gruppenproduktion von Planeten modifizieren können. Um die Bevölkerungszahl des Systems siehst du die kreisförmige Anzeige für das Bevölkerungswachstum. Das habe ich verstanden. Wenn diese voll ist, erhält das System eine neue Bevölkerungseinheit. Wie viele Züge das dauert, zeigt die Zuganzeige rechts neben der Anzeige. Ja, 6. Das wollte ich nicht vorlesen, das habe ich verstanden. Das ist Forschung oder Wissenschaft. Öffne nun den Technologiebildschirm. Holy fuck, Alter. Dieses Game ist wirklich sehr, sehr groß. Wow.
Auch wenn deine Imperium Reisen zwischen den Sternen erforscht hat, ohne weitere wissenschaftliche Entdeckung wird deine Zivilisation gar nicht garantiert stagnieren. Du musst Wissenschaft produzieren, um neue Technologien zu erforschen, damit du Probleme lösen kannst, alte und neue gleichermaßen. Was hier alles rumblinkt, ne? Was hier alles gibt, Alter. Leck mich am Arsch. Hier die Optionen. What the fuck ist das denn hier alles? Das Game wird auf jeden Fall Zeit beanspruchen, um es zu lernen. Der Technologiebaum ist in 4 Quadranten aufgeteilt. Imperiumsentwicklung, Wissenschaft und Erkundung, Militär und Wirtschaft und Handel. Jeder Quadrant ist in 4 Stufen unterteilt. Du reichst eine neue Stufe, indem du genug Technologien der vorherigen Stufe des entsprechenden Quadranten hast. Ich kann aber hier, ja, jede Stufe gerade erforschen. Die Kosten an Wirtschaft für alle Technologien steigen automatisch mit jeder neuen Technologie, die du erforschst. Darüber hinaus kosten Technologien eine höhere Stufe grundsätzlich mehr Wissenschaft. Das gehört. Ich fände es auch cool, wenn das vorgelesen worden wäre. Ist aber leider nicht so. Unterschiedliche Technologien haben höchst unterschiedliche Effekte. Manche gewähren einzigartige animalische Fähigkeiten oder Boni für das gesamte Imperium, während andere Systemverbesserungen oder Schiffsdesigns bereitstellen, dass du in einem System bauen musst. Ja, irgendwas. Verstanden. Zeige mit der Maus auf die seitlichen Elemente einer Technologie, um Details zu erhalten. Was sind die fucking seitlichen Elemente einer Technologie? I don't fucking know. Ah, das hier vielleicht? Nicht, was da. Technologien, die mit Nahrung und Industrie zu tun haben, sind eine gute erste Investition für deine Wissenschaft. Du erkennst die Elemente mit diesen wichtigen Ressourcen zu tun haben an den farblichen Markierungen. Verteidigung. Planetenkolonisierung. Und wähle eine Technologie aus, die erforscht werden soll. Aktuell werden mehrere Technologien empfohlen. Ich würde fast sagen, wir machen den planetaren Landschaftsbau. Mehr Nahrung, besseres Wachstum. Ah, okay, man kann wieder so eine Kette auswählen. Das ist hier gerade der erste Slot. Es dauert eine feste Anzahl von Zügen, bis die ausgewählte Technologie erforscht ist. Je nachdem, wie viele Wissenschaft dein Imperium produziert. Du kannst mehr Technologien auf die Liste setzen. Wende den Zug, wenn du bereit bist. Du kannst mehrere Technologien auf die Liste setzen. Kann ich auch noch hier. Ah, genau. Das habe ich gesagt, forsche 1 hier. Planetaren Landschaftsbau und danach bitte Wissenschaft erhöhen. Und hier ist die Forschungsliste mit 11 Zügen. Holy fuck! Was passiert hier? Die Galaxie der Enders ist mannigfaltig? Leute, was sind mannigfaltig? Wenn dein Imperium die Sterne erforscht, kann es leicht passieren, dass du auf ungewöhnliche Orte und Geheimnisse stößt, die deine Aufmerksamkeit erfordern. Questübersicht im Bildschirm Quest und Ereignisse bietet dir einen Überblick über alle Aufgaben geschehen. Quest Solo gestartet, Prolog, auf zu den Sternen. Das Imperium ist bereit, erste Schritte in die Galaxie zu unternehmen, seine mächtige Zivilisation auf neue Welten, vielleicht sogar neue Patrioten auszuweiten. Die ersten Raumschiffswerte haben gerade ihre Jungfernschiffe produziert, Raumschiffswerften. Und jetzt ist es an der Zeit, sie in den wartenden Kosmos hinauszuschicken. Das Imperium muss seine Zivilisation zu den Sternen bringen, das ist unser Schicksal. Belohnung, ich krieg Dimitri Lenko heute, den Helden. Entdecke und kolonisiere anderes Sternsystem, indem du ein Schiff des Typen Kolonisieren in ein System bringst, das einen kolonisierbaren Planeten beherbergt. Ja, ist eigentlich ganz geil. Also ich muss sagen, jetzt
Bis jetzt gefällt mir das sehr gut und es ist wirklich absolut von der Game-Mechanik her mit Civilization und Endless Legends zu vergleichen. Und finde ich gut. Ich will aber jetzt mal hier aus diesem Forschungsbildschirm raus. Mit einem Rechtsklick gehst du in das Menü einen Schritt zurück, bis du die Galaxieansicht erreichst. Ich habe okay, jetzt und das ist auf jeden Fall meine Mission gerade hier, um kondensieren. Mit einem Rechtsklick gehst du in den Menüs zu einem Schritt zurück. Ah, okay. Aktuell ist die Imperiale Flotte nur zwei Schiffe stark. Okay, ich habe hier zwei Schiffe, so wie es aussieht. Jede Flotte besteht aktuell aus genau einem Schiff, dem Schiffstypen Siedler und Patrouille. Genau, hier ist Siedler, mein Siedlerschiff und mein Patrouillenschiff, die beide gleich aussehen. Oder? Naja, fast. Nicht wirklich gleich. Beachte, dass Flotten optisch immer durch das Stärkste ihrer Schiffe dargestellt werden. Okay, weil das hier eine Gruppe ist. Ah ja, ich kann mich dann erinnern. Das stärkste Schiff ist immer oben. Deswegen haben wir auch hier. Der fucking Siedler ist. Was? Stärker? Sind doch beide gleiche, so wie es aussieht. Klicke mit der linken Maustaste auf die Flotte, um ihre Zusammenstellung anzusehen und zeige mit der Maus auf das angezeigte Schiff, um genaue Informationen auszuwählen. Alle Flotten haben bestimmte Attribute gemeinsam, die ihre Effektivität bewerten und die du durch das Erforschen neuer Technologien oder das Verwenden besserer Schiffsdesigns anwenden kannst, aufwerten kannst. Die Befehlspunkte bestimmen, wie groß eine Flotte sein kann. Jedes Schiff benötigt eine bestimmte Anzahl an Befehlspunkten. Okay, einer von vier, einer von vier. Du hier? Hangar Dusey. Achso, das ist wahrscheinlich die. Okay, ist die Flotte meines Planeten. Verstanden. Hey, Brutz! Die Bewegungspunkte bestimmen, wie weit sich die Flotte in einem Zug auf eine Sternroute bewegen kann. Bei einer Flotte mit mehreren Schiffen werden die Bewegungspunkte des langsamsten Schiffs verwendet. Okay, Bewegungspunkte ist dann hier 5 und 5 wahrscheinlich. Weil es unser. Ist unser Siedler heißt aber Heldenmarine. Ich verstehe es nicht ganz. Ja, alles ruhig, Mann. Ich spiele gerade ein Game, weil ich irgendwie keinen Bock hatte auf 5M auf dem Public Server. Das war mir zu blöd. Weil ich nur mit Idioten zu tun. Die Energie ist die Gesamtenergie aller Schiffe der Flotte. Halt ein Herz, ne? Gut, jetzt ist es an der Zeit, dein Hammelsystem zu verlassen und einen bewohnbaren Planeten zu finden, den du kolonisieren kannst. Fürs Erste ist die galaktische Reise für Flotten auf Sternenrouten beschränkt. Beachte, dass Flotten nicht geändert oder umgeleitet werden können, wenn sie auf der Sternenroute reisen. Sie müssen ihr Zielsystem erreichen, bevor sie neue Befehle erhalten können. Alles klar, und das hier um mich rum, heilige Scheiße. Sehe ich noch nicht. Also, wohin soll es gehen? Von deinem Heimsystem aus führen mehrere Sternenrouten ins Unbekannte. Dies ist der Beginn deiner Erkundungsreise. Wähle eine Flotte aus, bevorzugt die mit dem Patrouillenschiff und klicke mit der rechten Maustaste auf eine Sternenroute. So, an die paar Leute, die noch zugucken, wo wollen wir denn? Links, Mitte oder rechts? Schreibt's mir mal kurz in den Chat, während ich mir meine neue Flasche zu trinken hole. Welche Route soll ich nehmen? Links, Mitte oder rechts? Okay, keine Sau schaut zu, das freut mich. Dann spiele ich hier mit mir selbst.
Ja, bloß ich bleib mal ein bisschen bei. Ich schau mir das Spiel mal in Ruhe an. Auf jeden Fall würde ich sagen, spielen wir später nochmal zusammen auf dem Server, so. Das würde ich schon gerne machen. Nehme ich die Mitte bloß. Habe ich jetzt. Ich habe gedacht, das wäre ein. Warte mal. Aber kann ich die Patrouille woanders hinschicken als den Siedler? Anscheinend schon, ne? Ja, heute Abend ist. Ja, wenn ich 5M stream, ist mit Sicherheit mehr los, aber darum geht's mir gar nicht. Gerade alles okay. Hey Tau, du hast gestern die Verlosung verpasst von Victor Brand. Habe ich meine Züge gemacht mit der Patrouille? Ist dir aufgefallen, dass deine Flotte ähnlich wie dein Sternsystem eine bestimmte Sichtweite haben? Ja, so. Ah ja, stimmt. Guck mal hier. Ja, sehe ich gerade. Diese Patrouille hier hat nicht so eine große Sichtweite, aber der Siedler hat viel mehr. Wobei, warte mal. Das ist die Patrouille und das ist der fucking Siedler. So. Ist dir aufgefallen, dass deine Flotte ähnlich wie bei einem Sternsystem eine bestimmte Sichtweite hat? Alles darüber hinaus ist im Kristall im Meer verborgen. Dieser Bereich musst du erst noch entdecken. Du siehst die Flotte anderer Imperium erst, wenn sie in deinen Sichtbereich kommt. Gut, ab jetzt musst du entscheiden, wann dein Zug endet. In der Regel empfiehlt es sich immer, nach deinen Flotten, den Bauprojekten deiner Systeme und deiner Technologie zu sehen. Faule Imperien erobern nie die Galaxie. Also an die Arbeit. Ich weiß nur, dass ich mein Bauprojekt auf dem Planeten hier, das dauert noch 2 Runden. Meine Forschungswarteschlange ist noch 9 Runden. Eigentlich muss ich gar nichts machen hier. Ich kann einfach nur chillen. So, wir haben einen Planeten entdeckt, Leute. Planet Kyros entdeckt. Bei seiner Entdeckung war Kyros ein Planet, der so einladend war, dass viele Endless-Sekten aus der Brä-Dust-Ära ihn als ihr versponnenes Paradies betrachteten. Na, das sieht schon mal gut. Leider kam es bezüglich der Pflege und Ausbeutung des Planeten zu Konflikten und Hassen, also bei. Was dazu geführt hat, dass ein Nanobot solche namens Grauer Schlick als selbstmörderische Weltuntergangswaffe entfesselt und im Zuge dessen die Biosphäre vernichtet wurde. Heute ist der Planet nur noch ein Mahnmal, das an die Taten erinnert. The fuck, Alter. Planet Gyros, Alter, ja. Also Gyros haben wir gut zerfickt, würde ich sagen, ne? Hier. Hat das, ist es hier Riegel? Wirklich? Ah, nice. Riegel 1, kleine Wald kolonisierbar. Gyros, einzigartiger Planet, riesiges Ödland. Sehr außergewöhnlich. Schön. Leute, das ist mein. Wir fliegen da mal rüber. Ich will zum Riegel siedeln. Ach shit, der muss ja weiter fliegen hier, ne? Bis er angekommen ist. Shit. Jetzt schicke ich meinen Siedler in den Arsch der Welt, ey. Ich habe noch nicht gelernt, wie ich weitere Schiffe baue, ne? Nee. Okay. Auf jeden Fall haben wir da schon mal im Riegelsystem einen krassen Planeten gefunden, als auch einen kolonisierbaren Planeten. Ich finde es immer so geil, dass ich ein komplett anderes Spiel spiele und jeder mich immer irgendwas mit 5M fragt, Leute. Lasst es doch sein. Geht doch bitte auf den Discord. Dafür ist der Twitch-Chat nicht da. Oder sieht es aus, als würde ich gerade GTA spielen? Jetzt sagt er mir, ich kann noch weitere Routen machen, ne? Hier irgendwie. Zug beenden. Ist noch nicht angezeigt? Meine Produktion.
So, wir haben wieder einen neuen Sternsystem entdeckt. Unwirtlich, unwirtlich, unwirtlich. Savannenplaneten. Signal. Ein elektromagnetischer Botschaft unbekannter Herkunft aus unbekannten Zeiten. Hohe mögliche Fundstücke. Eine Expedition kann ich dahin schicken. Was habe ich jetzt gerade getan? Ich habe da eine Expedition hingeschickt aus meinem Erkundungsschiff, so wie es aussieht. Seine Analyse-Signale auf dem Planeten Hekai war erfolgreich. Voll geil, Hekai. Und ich habe bekommen, dass mein Erkundungsschiff Volk der mechanischen Epistis ist erst vor kurzem auf die Reise zum Sternsystem aufgebrochen. Ja, geil. Ich habe Flüchtlinge gefunden, oder was? Was hilft mir das jetzt? Das weiß man nicht, ne? Sonde starten. Ja, schicken wir noch eine rein, ne? Ich habe wieder was bekommen. Ich frage mich nur, warum. Dann Analyse Lebensform auf dem Planeten Hekai erfolgreich. Vorräte, Ressourcenvorkommen. Bekomme ich diese Sachen gerade, oder? Was ist das hier auf der Seite überhaupt? Luxusressourcen entdeckt. Kranzrebe, du kannst damit dein System auf Wirtschaftsbildschirm verbessern. Ich glaube, ich habe jetzt entdeckt, dass es die Sachen auf dem Planeten gibt. Ich weiß, glaube ich. Herzlichen Glückwunsch, Tempermis ist durch ehrliche und hinterhältige Methoden an Luxusressourcen gekommen. Wirklich? Habe ich jetzt schon eine Luxusressource bekommen, ja? Wirtschaft erfährst du, wie es du zu dem Wohlstand gelangst. Okay, Luxusressource. Niemand weiß genau, warum bestimmte wundersame Exemplare an einigen Orten der Galaxie erscheinen und andere nicht, aber eins ist sicher, Luxusressourcen können das Schicksal von Imperium verändern. Es gibt bis zu 16 einzigartige Exemplare, 60, nein 16 ist schon richtig, Entschuldigung, in der Galaxie, und sie werden automatisch genutzt, sobald du Planeten mit Luxusvorkommen hast. Du kannst sie auch durch das Erkunden und von Kuriositäten, das Erfüllen von Quests, diplomatischen Abkommen und über den Marktplatz erhalten. Also kaufen, wenn ich so. So. Luxusressourcen können zu vielerlei Zwecken eingesetzt werden. Der vielleicht wichtigste ist das Verbessern deiner Sternsysteme. Um eine solche Systementwicklung zu starten, musst du beide Quadranten Wirtschaft und Handel. Was? Luxusressourcen können zu vielen Zwecken eingesetzt werden. Verbesserung deiner Sternsysteme. Um eine solche Systementwicklung zu starten, musst du Stufe 3 Quadranten Wirtschaft und Handel. Ah, im Technologiebaum. Ah, okay, verstanden. Ich muss im Technologiebaum erforschen, dass ich das hier bekommen kann. Okay, ich könnte sozusagen dann die Ressource, die Luxusressource dadurch verbessern. Verstanden. Okay, danke, alter Mann. Freut mich. Möchtest du diese Einführung wirklich schließen? Nein, 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 nein. Gut. Die Frage ist jetzt, muss ich den Planeten kolonisieren, um an die Ressource ranzukommen, oder besitze ich die schon? Produktion pro Zug ist da unten plus 0. Muss ich kolonisieren, Tower, ne? Siehst du auch so. Weiß man, dass er da ist. Ach, guck mal, hier sind sie ja auch. Kann ich da noch eine Sonne hinschicken? Nein. Das heißt, hier haben wir... Okay. Jetzt müsst ihr mir... Also ich habe jetzt drei Planeten mit der Luxusressource. Man müsste jetzt gucken, welcher Planet ist am geilsten. Am besten gefällt mir immer noch EK3, wobei der hier hat mehr Produktion und das ist eine Entscheidung zwischen Nahrung und Produktion. Und hier haben wir gar keine Forschung. Ich würde sagen EK3. Nahrung ist, glaube ich, verdammt wichtig, weil es sind fucking Savannenplaneten. Die Planeten gehören aus meinem Reich, alles klar. Ja, meine scheiß Kolonisationseinheit habe ich leider nach da oben im Norden geschickt. Kannst du alle überhaupt kolonisieren? Das weiß ich selber nicht. Aber bin ich noch nicht. So, endlich bin ich hier irgendwann angekommen.
Okay, verwende die Flottenaktion kolonisieren, wenn die Kolonisierung durchführen möchtest. So, ein riesiger Monsun, kolonisierbar. Winzig trocken, ja. Ein bisschen wie meine Hoden. So, man muss aber auch sagen, aber der hat, was hat der denn hier? Dastlaubbäume. Durchschnittliche Ressource vollkommen 3. Mutierte Bäume, die vermutlich von den Enders erschaffen wurden und Dust filtern. Effekt plus 3 plus 2 Dust pro Einwohner. Ja, da kriege ich halt ordentlich Geld, ne? Jo, Felix, sei gegrüßt. Ja, Tau, weißt du, was ich ganz witzig finde? Ich habe halt Enders Legends gespielt. Das so ist wie Civilization. Ich habe Enders Legends im Weltall nie gespielt. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Das ist schon ein Game, was mir sehr gut gefällt. Ich mag solche Kolonisieren, Erobern, Erforschen Games sehr. Es halt hat sehr viel von ja, diesen typischen rundenbasierenden Strategie-Games halt. Finde ich geil. Und geht bestimmt auch im Multiplayer. So wie alle anderen halt auch. Ja, ich hau da mal, ich kolonisiere den mal. Damit wir es mal gemacht haben. Gering wenig, gering wenig. Super Planet. Dein Außenposten. So, entdecke und kolonisiere ein anderes Sternsystem, indem du ein Schiff des Typen. Das habe ich gerade gemacht. Das war meine erste Aufgabe. So, ich bin jetzt hier auf Quarius 1, ein Monsunplanet. Und könnte theoretisch hier Händler und Gelder, Außenposten. Wer kann schon dem Ruf von Dust widerstehen? Das Wachstum des Außenpostens steigt abhängig von seinem Wert in Dust. Plus 100 Nahrung auf System. 10 Runden. Wird gebaut. Sehr entspannt und im Korb auch sehr funny. Bin immer gespannt, ey. Hast du das wohl? Ich wusste das gar nicht, Tau. Habe ich bei dir selbst noch nie gesehen. So üben, dass sich keiner mehr bei mir meldet. Kolonie in 14 Runden. Und der Außenposten baut in der Zeit auch was, oder? Sieht so aus, als würde ich hier 14 Runden lang brauchen, bis das Vereinigte Imperium da sich niederlässt. Da habe ich aber da unten noch mein Schiffchen. Ja, Heka, ich weiß. Hau ab. Ich kann ja noch meine Sonde dahin schicken, oder nicht? Oder habe ich jetzt keine mehr? Keine Sonnen mehr? Was ist das hier für ein Ding, ey? Gehören die zusammen hier? Dann habe ich jetzt keine Sonnen mehr, um da den Planeten. Du kannst dir eine Sonde nicht leisten. Wo steht denn, was mich eine Sonde kostet? Okay, und in der Runde bin ich schon gereist anscheinend. Ach so, wahrscheinlich habe ich keine. Ach Gott, das ist ja alles in dieser Runde passiert. Auf Freya wird noch fleißig gebaut, glaube ich. Oder wie sieht's aus? In der Bauliste siehst du nun die Schiffsdesigns für die Schiffstypen Siedler und Patrouille, ähnlich wie Systemverbesserung. Ah ja, sehr gut. Die kann ich zur Bauliste hinzufügen. Das heißt aber, ich habe jetzt das, was habe ich denn da vorhin gebaut? Dieses Transportsystem für meine Drohnen. Zur Bauliste hinzufügen, um weitere Schiffe zu bauen. Hi, Nakuna, sei gegrüßt. Bei der Erstellung eines Schiffsdesigns musst du zuerst das Schiffsrumpf auswählen. Bau nochmal einen Siedler. Und danach eine Patrouille. Und dann bauen wir
Plus Forschung, plus Dust. Hier Runden. Ja, ich wollte aber eigentlich hier pro fruchtbar, pro gemäßigt, pro Planet. Was steht hier? Durch neue Erkenntnisse zu fremden Biosphären und Arbeiten können diese Aspekte bei der Entwicklung des Labyrinths in Betracht gezogen werden. Effekt plus 10% Produktion pro fruchtbar. Was ist denn pro fruchtbar? Ist das hier fruchtbar? Ja, hier ist fruchtbar. Okay, ich würde 10% mehr Produktion bekommen, das heißt 1,2. Weil gemäßigt und weil fruchtbar. Und das ist gemäßigt und fruchtbar, also würde ich 20% Boni bekommen, also 2,4 Produktion pro Runde. Jo, klingt gut. Muss man mal durchlesen, was da steht, ne? Ist ja nicht so. Ist ja nicht so leicht, man muss mal gucken. Verwaltungssystem scannen. Ach, guck mal. Ja, Produktion brauchen wir auf jeden Fall. Forschung auch. Guck mal, der macht ja voll die Mega-Produktion hier. So, mal gucken, ob ich jetzt eine Sonde losschicken kann hier. Du kannst dir eine Sonde nicht leisten. Warum kann ich meine Sonde nicht leisten? Liebes Spiel. Warum zur Hölle kann ich meine Sonde nicht leisten? Was ist das da drüben? Warum habe ich hier drüben auf einmal ein Schiff? Eigentümer dein Imperium. Rolle Logistik. Rettermarine. Was tut diese Rettermarine bitte? Ich kann es halt nicht benutzen, das Schiff. Okay, fliegen wir weiter. Forschung und Entwicklung. Planetare Landschaftsbau. Okay, ich glaube, wir haben gerade was dazu bekommen. Baby Steffi. Forschung abgeschlossen. Planetare Landschaftsbau. Ein Überbegriff für eine breite Palette an Gartenbautechniken. Ach ja, jetzt habe ich die Verbesserung bekommen. Ja, das ist auf meinem Standardplaneten. Nächste Forschung. Okay, das ist das, was ich als nächstes in der Warteschleife habe. Planetare Landschaftsbau habe ich erforscht und die sollte ich jetzt dann bauen können. Diese Intensivbewirtschaftung und nachhaltige Landwirtschaft. Das müsste jetzt Forschung gewesen sein, oder? Wir gucken nochmal rein. Genau. Ja, genau, super. Das war meine Forschung. Hier unten geht's weiter. Haben wir schon mal richtig gesehen. Oh, was haben wir da entdeckt? Eine Sonne? Schönes Ding. Schade, dass es nicht Sale ist. Ja, es kostet schon, ich glaube, 40 Euro. 50. Irgendwie sowas. Wie gesagt, ich verstehe nicht, was... Tau, was sind das denn für Schiffe hier? Flotte, Eigentümer dein Imperium. Sind das Transportschiffe oder so? Weil die fliegen hier rum? Aber ich kann sie nicht benutzen. Ich weiß nicht, was die für eine Rolle haben. Oder sind es meine... Ich weiß es einfach nicht. Was ist das? Eins Flotte. Hey, Mikro. Mirko. Mikro, sei schon. Klicke, um die nächste untätige Flotte in deinem Imperium auszuwählen, ja dann. Untätige Scheißflotte, ey. Elektra. Wenn ein Stern fehlt, findet man keine Planeten außer Gasriesen. Außergewöhnlich, voll mega cool. Habt ihr es gesehen? Der Gasriese bringt das ohne Ende. Schön. Das ist Flotte. Drei Runden brauche ich noch um den... Ich dachte, ich baue hier einen als erstes... Ah, fuck. Ich dachte, ich baue als erstes... Ah ja, warte mal, hier. Die Patrouille wird gerade gebaut. Das ist doch jetzt aber gerade mein Siedler fertig geworden, oder nicht? Was ist hier?
Denke, um die nächste unter die Flotte in deinem Imperium auszuwählen. Die kleinen Schiffe zu deinen Kolonien transportieren Nahrung von deinem Hauptsystem. Ah, ich hab doch... Warum fliegt denn hier der hier unten rum? Hat doch da unten gar nichts kolonisiert. Oder liefert er jetzt schon das Luxusgut, obwohl ich hier unten keine Kanonie habe. Ich habe hier dieses Luxusgut Wein Transrebe entdeckt. Aber ich habe hier nichts kolonisiert, also dachte ich, bekomme ich das Luxusgut gar nicht. Aber scheint so, hier seht ihr sie ja, plus 5. Ich bekomme die trotzdem, obwohl ich die nicht... Guck mal, auch hier diese... Das glaubt man mir, wobei, da habe ich eine Kolonie gesetzt. Warum bekomme ich dann diese 5? Hier unten steht es auch, Produktion plus 0. Aber warum ist hier eine 5? Das verwirrt mich. Warum habe ich hier keine Kolonie? Und warum fliegt dieses Schiff da rum? Weil wenn einer was transportieren sollte, dann müsste es das scheiß Luxusgut sein. Junge, gut, das Spiel finde ich auch sehr nice. Also, End of Legend 1 habe ich nicht gespielt. Ich habe den Civilization Clone gespielt davon. End of Legend whatever. Und wo ist jetzt aber bitte mein... Guck mal. Ich habe doch vorne einen Siedler gebaut hier. Ach, da ist er ja. Wie kann ich dem Siedler sagen, dass er jetzt fliegen soll? Ich mag das Geräusch von diesem Planeten hier. Hört ihr das? Nicht cool. Ach ja, da ist er. Da steht er. Siedler. Ja, aber dann siedle ich natürlich gleich darunter. Auf Heureka 3. Kann ich dem jetzt bitte sagen, dass er schon da runter soll? Anscheinend nicht, ne? Das andere ist Population, sie. Was? Das andere ist Population, sie du durch eine Sotne gefunden hast. Was? Population? Was meinst du mit Population? Und das mit der Sonde habe ich verstanden, auch wenn der Satz echt gerade ein bisschen komisch ist. Das andere ist Population, die du durch eine Sonde gefunden hast. Wie habe ich denn Population gefunden? Das hier? Warum Fracht? Was hat die denn? Na, was hat die denn in Fracht? Da steht Fracht 1 und dann dieses vierige Symbol. Whatever that is. Und was hat die in Fracht? 28 Nahrung. Ach, die bringt jetzt Nahrung zu meinem neuen Bau und die bringt auch Nahrung, verstanden. Aber was ist das? Ein Population. Wo kommt dieses Zeichen wieder vor? Hier auch nicht. Hier vielleicht. Hier ist nirgends. Was? Oder geil, ich wusste nicht, dass ich den Planeten so angucken kann. Schön hier. So, ich sehe diesen Icon nicht. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Oder Siedler, warum kann ich denn mit dem wieder nicht? Warum geht denn der nicht hier? Flotte erstellen.
Danke dafür erstmal. Das ist ja auch bescheuert. Das heißt, ein einzelnes Schiff kann gar nicht loslegen. Ich muss eine Flotte erstellen, obwohl es nur ein Schiff ist. Der macht wahrscheinlich wieder Nahrung. Was ist eigentlich mit meinem Quest passiert? Das hatte ich doch vorhin die Aufgabe, ich soll eine Kolonie erstellen. So, neue Nebenzivilisation entdeckt. Niris. Spannung aufnehmen. Auch wenn die Hauptimperium die wahren Macher der Galaxie sind, sollte man Nebenzivilisationen nicht ignorieren. Jeder hat ihre eigene Persönlichkeit, die ihre erste Reaktion auf dein Imperium bestimmt, so ihr Potenzial in imponenten Zeiten Piratenflotten zu erzeugen. Sobald du eine Nebenzivilisation entdeckt hast, kannst du sie kontaktieren. Gehe das Risiko ein und beginne die Verhandlung. Verhandlung aufnehmen, Ort anzeigen. Ja, ein guter Forschungsplanet hier. Zeit für eine Assimilierung. Was, Alter? Ich wollte... Nein. Ich wollte doch gerade erstmal mit denen verhandeln. Wo labert der denn gleich von Assimilieren hier, Alter? Dem scannen. Hey, so. Hey, Kasa. Wo ist meine Verhandlungsfenster hin? Ich bin da nur kurz raus. Und schon kommt da Zeit für eine Assimilierung. Eine diplomatische Beziehung wird mit der Zeit natürlich stärker, wodurch sie in Ausmaßen der Zeit betreffen. Der grüne Daumen. What the fuck? Sobald du ausreichend starke diplomatische Beziehungen erreichst, warum denn Zeit für eine Assimilierung? Das ist doch... Oder verstehe ich das Wort gerade falsch? Egal welche Aktion du einsetzt, sobald du eine Nebenzivilisation assimiliert hast, erhältst du ihre Sternsysteme und ihre Assimilierungsmerkmale. Außerdem generieren sie keine neuen Piraten. Assimilieren ist doch dann... Krieg erklären. Wir gehen einen Krieg. Nee, das habe ich jetzt weniger vor. Assimilieren ist ja in sich aufnehmen, oder? Wenn wir schon von dem Borg reden. Übernehmen oder so. Wenn du deinen Einfluss nutzt, um wichtige Politiker zu schmeicheln, verbesserst du die Beziehung der Fraktion. Steht hier, Kosten 25. Ich habe zweimal das reingebuttert und hoffe, dass ich jetzt mehr politischen Einfluss auf die Wichser habe. Deine Beziehung mit dieser Situation verbessert sich mit jedem Zug. Verbleibende Züge 10. Wenn du eine weitere Aktion unternimmst, wird der Wert erhöht und die Dauer. So, mein fucking Siedler. Mal hier rüber. So, meine Forschung müsste auch bald ready sein. So, haben wir eine neue Patrouille. Und der könnte jetzt hier Sonde starten. Wo ist denn meine andere Patrouille überhaupt? Wie kriege ich denn da wieder Sonden rein? Die Flotte muss sich im Orbit eines Sternsystems befinden. Sondenbestand vollgeladen. Neue Nebenzivilisation entdeckt. Epistis. Darauf trinke ich erstmal einen Schluck. Im System Düll. Verhandlung aufnehmen. Singen wir mal ein Lobeslied. Natürlich. Bin erstmal freundlich unterwegs. Ah, die haben schon geile Planeten, ne? Ich denke, das wird auch noch sehr spannend, wenn man roter Überriese. Wenn man dann mit der Zeit hier so Kriege führt und Kämpfe und sowas. Und auch sehr nice. Kann man dem Teil hier auch sagen, der soll einfach selbstständig patrouillieren?
Bis gleich, Steffi. Forschung abgeschlossen, okay. Ich habe jetzt eine Verbesserung erhalten. Die Untersuchung von Bodenproben anderer Planeten, bla bla bla. Ich kann jetzt aufgrund der Adaption und Verbesserung, wenn Feldfrüchte gezüchtet werden, die extrem. Okay, gut. Das heißt, ich habe jetzt auf Tundra-Kolonien die Möglichkeit, auch Graslandschaften anzupflanzen. Handel und Wirtschaft. Außerweltlicher Grabwirtschaft. Diplomatie, Abkommen. Machen wir Militär. Forschen wir mal Militär. Macht es eigentlich Sinn, meine eigenen Planeten weiter zu besiedeln hier? Ich meine, der hat halt echt krass viel Produktion. Der fucking Lava-Planet. Lava heißt steril. Oh, der hat sogar Monde hier, der Planet, jetzt siehst du erst. Da schwebt einer rum. Neue Nebenzivilisation entdeckt. Die Amöben, Alter. Ja geil, das sind ja meine Homies, Alter. Dann nehmen wir Verhandlungen mit den Amöben auf. Guck mal, sogar kostenlos. Die erkennen dich noch nicht. Du solltest dich vielleicht erst einmal freundlich vorstellen. Dankeschön. Schau am Möben, Alter. War schön mit euch zu reden, Alter. So, unser Siedler. Sollte jetzt mal bitte einen Planeten besiedeln. Und zwar haben wir uns für Heka 3 entschieden. Oh. Kolonisiere den Planeten, dadurch wird deine Kolonisierungsschiff verbraucht. Fehlende Technologie. Baryonische Abschirmung. Mit einem Linksklick bei gedrückter Steuerungstaste kannst du diese Technologie anzeigen. Linksklick. Diese Abschirmung fehlt. Zwei von was ich gar nicht entwickelt habe. Ich muss erstmal diesen scheiß Schaum machen und dann das da. Aber bei den kann ich schon machen, weil ich Stufe 2 hier habe, oder? Geht das? Strahlenschutz, ne? Aber das finde ich schade, dass mir das vorher nicht gezeigt wurde. Aber bei vielleicht wurde es angezeigt, fehlende technologische, ja, die Abschirmung. Okay. Gucken wir mal hier runter. Ja, gut, auf der Sonne werden wir jetzt nicht. Extreme Atmosphäre. Nicht verfügbar, das System ist bereits kolonisiert. Ach, ich kann da gar nicht mehr drauf. Ich dachte, ich kann einfach neben den hinsetzen. Wahrscheinlich nur, wenn ich im Krieg mit denen bin. Astruinen. Kaum seltene Erde. Der Riegel. Es befindet sich keine geeignete Flotte im Orbit dieses Systems. Ja, dann müssen wir doch. Oh ne, warte mal. So ein krasser Planet hier, oder? Adaptive Bürokratie. Was sind denn das für. Was sind das für Forschungszwecke hier? Dann machen wir die auch nochmal. Also ich merke schon, ich muss Technologie am Anfang eher darauf verwenden. System. Die Technologien zu entwickeln oder zu erforschen, um ja, um überhaupt besiedeln zu können, ne? Hier ist auch meine Aufgabe noch.
Entdecke und kolonisiere ein anderes Sternsystem, in dem dein Schiff und Typen Kondensator ins System bringst. Der Witz an der Sache ist. Das hätte ich hier oben gemacht. Oder hab ich's nicht gemacht? Ach, guck mal, ich bin ja in der Kolonie. Ach, eine Runde, ja, das hat ja auch noch einen Countdown. Oh, weich könnte hier oben. Was haben wir denn hier noch? Einen unwirtschaftlichen, winzigen, trockenen Planeten. Und ich baue noch Beschleuniger im PV-Bereich dafür. Na hurra, Alter. Und Quarius ist ja auch ein toller Planet. Guck mal, da mache ich minus 4 Dust pro Runde. Ja, das freut mich aber. Hä, warum hat der denn der minus 4 Dust hier? Ja, ich finde das Game soweit schon auch sehr geil. Ganz ehrlich, also kann mich gar nicht beschweren. Ist bis jetzt sehr schön hier. Meiner Meinung nach ist sein Geld wert, wenn man so das Genre mag. So, da drüben ist meine. Jetzt habe ich gerade gedacht, bei mir klingelt so, das ist die Glocke im Dorf. Glocke, die. Nein, die ist schon, was ich meine. Wobei, das ist in-game. Das ist gar nicht unser Kirchturm. Long Journey Home. Ah, stimmt, das Game habe ich ja auch, ne? Das Game habe ich ja auch. War doch das, was Gronkh gespielt hat, wo wir es damals uns angeguckt haben. So, hier kann ich aber auch noch nicht siedeln, weil. Aber beides geht, aber hier kann ich noch nicht, oder? Genau. Also, Riegel 1, wir holen uns mal Riegel 1, Leute, kommt. Die Cerebral Secrets, ja. Finde ich aber gut, ey. Finde ich gut, dass ihr da seid. Ganz besonders, weil so ein Game mich schon auch zum Quatschen anregt, so. Hier 24 Runden für die Kolonie, Alter. Really? Und warum kann ich denn eigentlich hier immer nicht den Zeug hier machen? Grünes Gras, Mann. Ich will viel mehr grünes Gras auf meinem Planeten. Genauso wie Freistaat-Fanfare. Will ich auch haben. Aber nein, ich kann nur Händler und Gelder machen. So. Ich werde mal ein paar Sonnen losballern. Was denn hier, Alter? Leider nennen sie die Lebensform auf dem Planeten Sabe 2 erfolgreich. Transrebe haben die auch. Aber guck mal, ich habe ja auch Beute bekommen. Erklärt mir das mal bitte. Habe ich jetzt durch die Sonde 5-mal Luxusgut bekommen? Ja, ne? Hier steht der Beute. Es gibt die Transrebe als Ressource, okay, aber Beute habe ich auch bekommen, oder? Ein Ereigniseffekt. Deine Besatzung folgt einem geheimnisvollen elektromagnetischen Signal bis zu seiner Quelle. Data, fliegen Sie rein! Energie! Einer Kontrollzentrale, die halb vergraben in den überwucherten Ruinen auf einem der Planeten des Systems liegt. Eine schnelle Überprüfung der überraschend modernen Computersysteme bringt eine detaillierte Karte der Konstellation ans Tageslicht, die auch ein paar Systeme an unerwarteten Orten aufweist. Haben es gescannt, ne? Scanner. Mitnehmen, deckte alle versteckten, isolierten Knoten dieser Konstellation auf. Ja, nehmen wir mit, ne? Ja, würde ich nicht mitnehmen. Jetzt? Passiert hier gerade? Expedition starten. Sucht in diesem System nach Kuriositäten und möglichen Belohnungen oder Informationen zu erhalten. Okay. Aber was ist hier gerade passiert? Sehr gut. Du hast ein System in einem entfernten Konstellation entdeckt. Aber weißt du auch, wie man das erreicht? Nee, Alter. Wo ist es denn? Ach, Byrtus oder was? Ja gut, Byrtus. Ja super, da war ich ja fast schon. Und ohne Sternenroute dorthin zu reisen, musst du zuerst die Technologie Baryonische Abschirmung in Stufe 2 des Quadranten Wissenschaft erkundet freischalten. Erst wenn du diese Technologie erforscht hast, kannst du in einen sichtbaren System. Ah, okay. Das heißt, ich muss die Wege gar nicht kennen. Long Journey Home ist echt eine klasse Story, aber ohne meine Frau irgendwo hinfliegen gibt. Boah, ich Sanktionen.
voreheliche Sanktionen, richtig? Ja. Wenn man so ein Game spielt, wo viel geschrieben ist oder wo viel Text vorhanden ist, glaube ich, nur auch mal ein bisschen hart, wieder klarzukommen. Ich finde es eigentlich ganz praktisch, wie bei diesem Game gerade meine Kamera und mein Overlay perfekt in diese Ecke da unten passt. Ich habe das aber nicht verschoben und es passt einfach genau richtig hier. Ihr verpasst nichts an Informationen da unten. So, müsste ich jetzt nicht kolonisieren, mal endlich zu Ende gemacht haben hier? So. El Patrullo ist hier angekommen. Den will ich gerne mal hier eine Expedition starten. Saurer Regen. Hier vor meiner Haustür. Oh, guck mal, Primus, Alter, was hat der denn für... Die haben heftige Stats hier. Also er hier haut immer richtig rein, ne, der Kumpel. Extreme Atmosphäre. Dusthammer. Brauchst eine Kondensierungsmodul, um kondensieren zu... Achso, super, ich bin wieder mit dem Erkundungstyp. So, dann gucken wir mal, können wir mit dem auch noch eine Sonde wegballern? So, was finden wir? Dust-Laubbäume und 5 Dust-Laubbäume als Beute. Sehr schön. Das freut mich riesig. Ich bin voller Dust-Baum-Fan. What the fuck habe ich jetzt gemacht? Was ist das denn? Was ist das denn? Sonde. Ach, guck mal. Ich kann jetzt mit der Sonde einfach irgendwo hinfliegen, oder was? Ah! Okay, ich dachte immer... Ach so, das ist... Ich hab gar nicht die Sonde benutzt, das, was ich da immer rausgeschossen habe, waren keine Sonden. Rapidau. Okidoki, I got it, man. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal eine Sonde rausballer in die Richtung, dann fliegt sie einfach los. Okay, verstanden. Das Klo rausgeschossen, ja. So, was ist das hier? Noch eine Patrouille. So, System kolonisiert. Quarius, yay! Dein Außenposten Quarius ist zu einer Kolonie geworden. Verwalten. Und unser Ziel wurde auch erreicht. Das Imperium bereitet sich zwischen den Sternen aus. Breitet. Und besser noch, die Kunde unserer Taten hat den berühmten Helden der Vereinigten des Imperiums erreicht. Dimitri Lenko, der sich uns erneut angeschossen hat. Yes, Dimitri, Alter. Bester Dude, Alter. Ein Held. So, das ist mein Planet. Auf dem kann ich jetzt produzieren. Und ich würde fast sagen, wir nehmen hier auch das Drohnennetzwerk. Und weil das war das hier nicht ein, ja, monsungemäßigter Planet, würde ich sagen, pro Planet, das ist ein Planet, das haben wir schon mal geschafft, pro heiß und kalt. Habe ich aber nicht, ne, hier, ist gemäßigt. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Ach, guck mal hier, Lebensform untersuchen, 9 Runden. Die sich bewegenden Umrisse auf dem Scanner scheinen organisch vorzugehen. Ach, guck mal. Dann ist das hier eine Produktion, dass ich einen gegenüber dem Planeten. Gegenüber. Ja, okay, dann überprüfen wir mal. 9 Runden, ne? Ups. Wollte ich aber nicht. Varius hier, Alter. Das ist ja auch cool. Ich wollte aber lieber. System auslöschen. What? Also ich kann dann wirklich mein System einfach auslöschen, aber nicht schlecht, hauen wir aber ab. Was haben wir denn hier? Politischer Effekt, Ökologen. Das Brunde, das ist viel zu viel. Fruchtbar, gemäßigter Planet. Jetzt sehe ich aber nichts, weil hier dieses Ding da drüber liegt.
Wir haben einen gemäßigten Planeten. Da würden wir 10% Forschung mehr kriegen. Gemäßigter Planet pro Planet und fruchtbar. Wir sind Monsun und nicht fruchtbar, ne? Aber das hier, Produktion, nehmen wir mal. Und danach möchte ich wissen, was da drüben los ist. Finde ich gut. Meine Klingonen stören versteckt das Cappy. Ne, habe ich geschenkt bekommen. Deswegen trage ich das Cappy. So. Nachdem die legendäre Akademie Kunde von der Expansion des Imperiums erhalten hat, entscheidet Dimitri Denko, sich erneut dem Imperium anzuschließen. Öffne die Handelsverwaltung, um mehr über Helden zu erfahren. So. Hinter jeder großen Zivilisation stehen große Anführer. In deinem Imperium sind die wichtigsten davon deine Helden der Akademie. Durch das verstärkte Recken aus der gesamten Galaxie, die den Lauf der Geschichte verändern können. Helden werden in der legendären Akademie zu einer von 4 Klassen ausgebildet. Wächter, Sucher, Aufseher und Berater. Du kannst sie als Governor im System oder als Flottenadmiral einsetzen, um die Leistung zu verbessern. So zugewiesene Helden verursachen laufende Kostendust und sie sind 10 Züge untätig, wenn sie neu zugewiesen werden. Als Governor im System oder als Flottenadmiral einsetzen. Und was habe ich dann für positive Eigenschaften davon? Um neue Helden für dein Imperium zu rekrutieren, musst du zuerst das System finden, in dem sich die legendäre Akademie befindet. Alternativ kannst du die Akademie Botschaft bauen, ein einzigartiges Gebäude, für das du zuerst Stufe 2 der Technologie bla bla bla. Auf diesem Bildschirm kannst du Helden inspizieren und Zuweisen freistellen. Auf diesem Bildschirm, okay. So, wenn ich den jetzt einer Flotte zuweise, weist den Ausgewählten einer Flotte zu, einem System zu. Und was habe ich dann davon? Der ist industriell. Politische Partei. Bauen von generiert Gebäuden, rekrutiert von Industriellen zuweisen, bla bla bla. Berater. Der Berater ist auf Imperiums weite Ressourcen sowie auf Diplomatie spezialisiert. Sein Chef verfügt über eine Hilfsmodule. Nur begrenzt Angriff und Verteidigung. Ja. Ja, ich würde ihn gerne mal einem System zuweisen. Was haben wir davon? Wir bauen hier gerade die Xenon-Industrie. Woran erkenne ich, was ich für ein positive... Dieser Typ levelt auch mit der Zeit und unter Fertigkeitsmeisterschaften siehst du die Option. Unter was? Unter was? Unter Fertigkeitsmeisterschaft. Wo steht das denn? Ich kann mal die Hose aufmachen bei so einem langen Wort. Fertigkeitsmeisterschaft, das sehe ich nicht, das Wort. Ach, da unten. Detailinformationen zu jedem gemeisterten Fertigkeitstyp. Arbeit. Der Held ist auf der Ressourcenertrag des Systems spezialisiert. Befehligung von Flotten. Ja, 1-1. Ist gerade völlig egal, ne? Ist eigentlich völlig egal, so wie es aussieht. Weil beides eins hat. Ich würde aber trotzdem ein System zuweisen und ich würde den gerne hier reinpacken, weil hier gerade auch die Industrialisierung vorangeht. Der sind Dusei für 8 Runden. Glaube ich. Was machen meine Sonnen eigentlich? Planet Auriga entdeckt. Alter, wie krass sieht das denn aus? Das ist ein Riesending. Dieser Gartenplanet wurde von den festen Endless als biologisches Labor verwendet, in dem sie unzählige Experimente sowohl mit einheimischen als auch mit ausländischen Lebensformen durchführten. Während der Dustkriege gab es hier enorme Konflikte, was zu einem nachhaltigen Schädigung der Umwelt und schließlich dazu führte, dass die Oberfläche des Planeten vereiste. Obgleich es Gerüchte und Expeditionen gibt, die behaupten, wundersame Ruinen über die Überreste von großen Imperien gefunden zu haben, Auriga heute nur noch ein eiskaltes Grab. Was ist das für ein Monster-Ding da drauf, Alter, ey. Auriga, Alter, ey. Winzig Lava. So stelle ich mir Steffi vor. Aber außergewöhnlich, seht ihr? Außergewöhnlich.
Leo 2. Krasser Planet, großen Asche. Bis später, Tau. Der Planet war es doch, Auriga hier, ne? Ne? 20% der Galaxie erforscht, das 20%, ja, okay, danke schön. Held rekrutiert. Ja, hier bauen wir noch fleißig, so wie es aussieht. Ich baue auch gerade keine Siedler mehr, oder? Ich frage mich, was die Sonnen machen. Sind die einfach, machen die einfach weiter? Fliegen die einfach weiter in die Richtung, wo ich sie hingeschickt habe, oder? Patrouille. Achso, hier ist Dead End, hier geht's gar nicht mehr weiter. Jetzt schneide ich sie erst. Deswegen passiert hier nichts mehr. Diplomatische Beziehung zu Niris geändert. Von neutral zu höflich. Diese Nebensitzung beliefert dich mit einem kleinen Teil der Ressourcen. Awesome. Danke. Danke, liebe Niris. Gerüchte über eine Akademie. Oh. Es gibt Helden und dann gibt es da noch echte Helden. Wahre Legenden, die jeder kennt, aber noch niemand Gesicht zu bekommen hat. Von den Helden, solche Geschichten hört man an jeder Ecke. Blablabla. Neues Ziel. Verfolge den Weg der Helden zurück, indem du 5 Kuriositäten vom Typ atmosphärischer erkundest. Was? Verfolge den Weg der Helden zurück. Wisst ihr was? Ich verfolge erstmal meinen eigenen Weg der Helden. Ich habe noch ein Weizen im Kühlschrank. Und heute ist so ein angenehmer Tag und es ist so ein gechillter Stream, dass ich mir dieses Weizen einverleiben werde. Einfach nur, weil ich es kann. Gibt keinen speziellen Grund dazu. Aber es gibt auch keinen Grund, warum ich es nicht tun sollte. Deswegen, meine lieben Damen und Herren, wird sich der Ralf jetzt mal einen Weizen öffnen. Besser als diese Zuckerplörre von Mezzomix. Was haben wir da überhaupt? Helles Hefeweizen. Sebaldus Weizen aus Nürnberg. Ich wusste gar nicht, dass man hier Sebaldus... Ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt so einen Weizen habe. Der gute Herr Sebaldus, Leute. Der gute Herr Sebaldus, ey. Ich sag's euch. Wenn man das für den Weltraum erkundet, na, dann muss man auch mal einfach mal einen Weizen trinken können. Ne? Wir haben schon hart kolonisiert und sind schon hier voll mit anderen Zivilisationen aufeinander getroffen. Da kann man schon mal einen drauf trinken, ne? So ein Weizen, das geht dann schon klar. Sorry, wegen der Schaumbildung dauert das noch ein bisschen. Mal. Ja, da habe ich jetzt irgendwie Bock drauf. So, meine Damen und Herren. Sind wir zurück. Mr. Schaumkrone himself. Passen auch mein bayerisches Outfit natürlich. Ich sage jetzt erstmal Prost, meine lieben Damen und Herren. Und euch einen schönen Tag noch. Ich bin dann mal weg. Geiler Scheiß. Ah, da lässt sich doch gleich viel besser durchs Weltraum fliegen. So. Alter Mann kommt endlich wieder 5M. Westkooperation gestartet. Gerüchte über eine Akademie. Okay, verfolge den Weg der Helden zurück, indem du 5 Kuriositäten vom Typ atmosphärisch erkundest. Verstehe ich. Teilnehmer, ich und 4 andere. Achso, guck mal, das ist eine globale Quest, oder? Aber James, ich denke mal, heute Abend nochmal. Ich denke. Versprechen kann ich es aber nicht. Verfolge den Weg der Helden. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, was das bedeutet.
Das Vereinigte Imperium ist eine Fraktion, die auf Einfluss und Industrie basiert. Wie kommen wir jetzt da drauf? Du kannst auf dein System klicken, wenn du mehr über bestimmte Attribute oder Spiele erfahren möchtest. Achso, das bin ich, das Vereinigte Imperium. Jo, Christopher, sei gegrüßt. Ja, das bin ich. Ich bin dieser YouTube-Fuzzi mit NSPDV und so. Das bin ich. Hallo. Guck mal, das haben sie nicht auf Deutsch übersetzt, hier den Icon. Klicke auf den Technologiebildschirm in der Steuerungsleiste, um mehr zu erfahren. Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das soll mir jetzt einfach nur sagen, dass ich... Ah, okay, es geht weiter. Wie die meisten Fraktionen kann das Vereinigte Imperium neue Technologien freischalten, indem es sie mit Wissenschaftsressourcen erforscht. Wähle eine Anfangstechnologie aus dem Technologiebaum, wenn du mehr erfahren möchtest. Ich meine, ich erforsche doch hier schon den Weltmeister. Du kannst dir die 227 für den Sofortkauf dieser Technologie nicht leisten. Drei Runden, dann habe ich Endfachfusion. Ah ja, stimmt, ich habe ja erstmal so ein Militärding erforscht, ne, hier. Für die Militarisierung. Okay. Ja, vielleicht hätte ich es gar nicht so früh machen sollen. Aber bei den meisten Games, auch wenn es jetzt easy ist, kriegt man ja ziemlich früh auf die Fresse. Deswegen dachte ich mir, hey, ein bisschen Militärforschung schade nicht. Warum bittest du noch mehr? Ja, ich weiß, aber ich kann es auch nicht kaufen hier, du Buddy, Alter. Was denn das für eine Scheißmission? Ja, ich hab's geschnallt. Technologiebildschirm habe ich aufgemacht. Und dann wähle eine Anfangstechnologie aus dem Technologiebaum aus, wenn du mehr erfahren möchtest. Au, was will der von mir? Was haben wir denn hier? Eine aktuelle politische Umfrage. Die Umfrageergebnisse sind da. Politische Umfragen sind ein wichtiges Werkzeug, um die Ergebnisse einer anstehenden Wahl vorherzusagen. Nur noch ein Zug, bevor dein Imperium seine erste Wahl abhält. Viel Glück. Das Ergebnis der aktuellen politischen Umfrage sind da. Offenbar ist die Partei Industriellen in Führung, aber wer weiß, was am Wahltag noch so alles passiert. Na gut, ich habe ja auch meinen Helden da, der industriell geht, ne? Habe ich denn noch irgendwo? Wild ist denn so aufgeregt, das Ding? Wird es so eine Supernova gleich oder was ist hier los? So, was macht denn der Planet überhaupt? Oder den Imperiumsübersicht. Ach, guck mal. Eine Folge machen, wo ich nur die KI beobachte. Wahrscheinlich weniger. Ich tue es ja manchmal, aber... Ich tue es ja manchmal sogar sehr oft. Ich glaube, es ist eine morgige Folge. Beobachte ich. Ich habe mal morgen eine LSPDV-Folge aufgenommen. Da stehe ich, glaube ich, sogar sehr oft neben der KI und gucke zu. Vergiss nicht, Information ist Macht. Bewege den Mauszeiger über das Seitenfenster, um mehr über die Fraktionsaffinität und Merkmale des Vereinten Königreichs zu erfahren. Imperiums. Es ist entscheidend, dass du diese Informationen verstehst und nutzt. Und meine Merkmale. Manus bei Überbevölkerung, Kapazität auf Imperium, was denn das? Informationen. Very much, dass man hier so mitbekommt. Ich habe zwei Kolonien und einen Außenposten, okay? Das verstehe ich. Über hinaus bietet dir die Imperialbesicht eine sehr nützliche Übersicht. Okay, das ist schon mal wirklich gut. Also. Jetzt oder was? Also wird. Wie wird ein Imperium zum Sieger, wenn die Registerkarte Sieg aus, um zu erfahren, welche Wege ein Imperium zum Sieg als Dominator.
andere Zivilisation aggressiv führen kann. Eigentlich wird es. Du kannst doch bitte da oben rechts an der Ecke sein. Okay. Was gibt's denn hier? Was gibt's denn hier? In der Galaxie der Enders kann der Triumph viele Gesichter haben. In Sechseck des Sieges siehst du die sechs möglichen Siege zum Erreichen. Ringen. Außerdem siehst du, wie du in den einzelnen Kategorien abschneidest. Zeige mit der Maus auf den Namen einer Siegesart, um dir die genaue Bedingung zu sagen. Wirtschaft ist nur ein bisschen Dust. 2 von 39 Galaxien. Herrsche über alle Heimatsysteme der Hauptfraktion. Ja, okay. Krieg. Punkte. Das hier. 4, 1, 1, 2. Ja, ist ja alles toll. Freut mich. Aber trotzdem war die an sich der ganz geile System. Jetzt brauchen wir zufrieden. Da haben wir einen Helden. Da brauchen wir seine Nahrung, ne? Ein bisschen low so. Kann ich einfach so draufklicken auf Tusoi? Ah ja, eine Runde noch. Okay, wir brauchen nachhaltige Landwirtschaft. Pro Planet, pro heiß, pro kalt. Wir haben gemäßigt, fruchtbar und terranisch. Das bringt mal gar nichts. Ja, plus 10 werden wir bekommen, aber wir haben keine weiteren Boni. Pro Systemstufe. Wo ist meine Systemstufe? Und auf die ursprüngliche Imperium. Ah, das klingt ja schon mal ganz gut. Das klingt doch schon mal ganz gut. Noch harder, wobei wir machen erstmal Siedler. Danach kommen wir. Hey, Saint. Quest gestartet. Kapitel 1, eine verborgene Rebellion Teil 1. Okay, es fühlt sich wie ein Messer in deiner Brust an. Du machst Witze, Hardy, bla bla bla. Wähle ein Ziel aus. Erreiche eine personalstarke. Geschichte muss ich echt lesen. Warum ist denn so ein langer Text so? Messer tiefer, Geschichte, bla bla. Petra Mandzukic, Alter. Ist das irgendwie die Schwester von einem Fußballer oder was? Ich werde den Schuldigen finden in aller Ruhe systematisch. Hadri, Hüstel, wie laut eure Befehle, eure Imperialer Majestät. Wer nennt sie das? Das Personal des Imperiums erhöht sich, sobald das Personal des Systems vollständig ist. Nein, gerade überhaupt nicht, was der hier von mir will. So, der Quest, okay. Na, guck mal, ich habe eine neue Heldenstufe auch noch. Ja, Belohnung Verräters Ruin hat. Zerstörerischer Antrieb, ich schneide es. Arges Motto. Will bestechen. Lege ein Vorrat von 600 Dustern. Ja, irgendwie geht es für mich schon hinkriegen. So, unser Held ist aufgestiegen. Mein Glückwunsch, ey. Mit der Zeit können deine Helden dank der Erfahrung aus der Leitung gewaltiger Flotten oder riesiger Systeme auf neue Stufen aufsteigen. Über Fertigkeitsbaum kannst du den gewonnenen Fertigkeitspunkt zuweisen, um sie noch stärker zu machen. Fertigkeiten zuweisen. Bei jedem Stufenanstieg erhält ein Held einen zusätzlichen Fertigkeitspunkt, den er ausgeben kann, um bereits vorhandene Fertigkeiten zu verbessern oder völlig neue freizuschalten. Jeder Held beginnt mit einem einzigartigen Profil an Boden. Was haben wir hier? Dieser Zweig beinhaltet alle Fertigkeiten, die für den Vereinigten. Okay, das heißt, er ist der Berater.
Produktion auf Planeten und Produktion auf Nahrung. Ah, finde ich gut. Er hat gerade plus 10% Produktion, so 1 pro Siedler und 1 pro Energie. Das ist schon mal sehr nice. Ist schon mal sehr gut für den Planeten. Das hier scheint sein Schiff zu sein. Ne? Schön. So, wir haben gebaut Deno Industrie Infrastruktur vom Siedler. Hat das gerade gesehen? Der Siedler braucht jetzt noch 2 Runden. Vorher waren es 4. Ich denke, das kam jetzt durch die beiden Boni sozusagen, die wir hatten. Was haben wir denn hier, ey? Was ist eigentlich mit den anderen Sonnen hier los? Ah, die ist schon darüber geflogen und wo ist die letzte Sonde, die ich weggeschickt habe? Ah, die fliegt immer noch hier nach oben. Kann der hier noch machen? Warte mal. Hier sind wir irgendwie am Ende angekommen hier oben. Was sagen? Darüber. So, Glückwunsch. Du hast genug Einfluss gesammelt, um dein erstes Gesetz zu erlassen. Öffne den Senatsbildschirm über die Steuerleiste, um mit zu erfahren. Da ist schon richtig was los hier, ne, in dem Game. Es gibt 6 politische Parteien und Gesetzeskategorien. Militärisch, wissenschaftlich, ökologisch, pazifistisch, religiös und industriell. Die großen politischen Parteien in deinem Senat bestimmen, welche Gesetze du erlassen kannst. Unter eingeführte Gesetze kannst du auf Gesetze erlassen. So, ein Gesetz erlassen. Was haben wir denn hier? Hey, Emre, sei gegrüßt. Bevor ich ein Gesetz erlasse, trinke ich erstmal einen Schluck Bier. Gesetze sollte man ja immer bei klarem Kopf verabschieden. Erhöhe die Steuerung, klingt doch schon mal super. Größere Armee. Ist das die Armee? Diese 3 Männchen sind wahrscheinlich Armee, ne? Fünf Züge lang, 25% mehr, was auch immer, bei der Übernahme eines einer neuen Kolonie durch Invasion. Ach doch, voll lecker. Ihr hört die Steuern, finde ich auch nicht schlecht. Machen wir. Gut, wir haben mit Machtwort gesprochen. Freut mich sehr. Steuern erhöht. So, ich habe N-Fach-Fusion entwickelt. Trink mehr Bier wäre auch ein gutes Gesetz, ja. Okay, jetzt als nächstes kommt die bionische Abschirmung. Die Epistis sind jetzt höflich zu mir. Freut mich. Und wir haben den Siedler gebaut in Dusai. Jetzt muss ich mal kurz gucken, meine Forschung macht in wie vielen Runden? Baryonische Abschirmung erforsche ich. Da muss ich mal gucken, in welchem Planetensystem war das denn? War das hier? PV? Da ist die baryonische Abschirmung. Sehr gut, das heißt, ich kann meinen Siedler hier runterschicken.
Lieder Fuzzi, come on, Alter. Warum kann ich den jetzt nicht... Warum kann ich dir nicht sagen, dass wir hier runtergehen? Liegt die ganze Zeit. Technologiestufe im Quadrant Militär freigeschalten. B-Kriegslager. Ein galaktischer Krieg verbraucht viel Energie im Bereich Herstellung, Training und Versorgung. Ohne verbesserte Energiesysteme wären diese Rekrutierungs- und Entwicklungszentren nicht möglich. Okay. Das System bedeckt, in dem sich die Akademie befindet. Fähige Helden vieler Völker werden bald deine Imperium besuchen. Oh, schön. Öffne den Akademiebildschirm, um mehr zu erfahren. Was? Ziel fehlgeschlagen? Was? Was? Der sagt mir hier, du hast das System entdeckt. Und er sagt mir, Ziel fehlgeschlagen. Was? Mein Glückwunschreifen. Okay. Okay, im System Lehrern habe ich die Akademie entdeckt. Analyse auf dem Planeten erfolgreich. Was habe ich entdeckt? Einzigartige Verbesserung. Plus ein Das pro entdeckte Kuriosität auf System. Okay, schön. Dann kennen wir auch nochmal den Planeten. Rotzang, 5-mal Rotzang. Ein sehr schönes Gut. So. Der noch Sonden. Neue Luxusressource entdeckt. Dein Imperium hat jetzt Zugriff auf Rotzang. Du kannst damit dein System auf dem Wirtschaftsbildschirm verbessern. Okay, ich habe. Ja, genau. Also, das ist schon wirklich so. Sobald ich mit dieser Sonne diese Luxusgüter entdecke, bekomme ich davon diese Ressourcen eben einmalig. So, Wahlen finden alle 20 Züge statt. Hier kannst du die Partei auswählen, die du unterstützen möchtest. Je nach Regierungsform hast du Zugang zu verschiedenen Wahlaktionen. Ökologie. Ich würde halt die Industriellen unterstützen, ne? Im nächsten Schritt kannst du die Wahlergebnisse in jedem System ansehen. Mit der Pfeiltaste kannst du durch die verschiedenen Systeme schalten. Politischer Trend, ja, das freut mich. Du sei, ist das nicht mein Hauptplanet sogar? Ey? Die Wahlen sind vorbei. Gewonnen hat an die Industriellen, war ja klar. Die Wahlen sind vorbei. Hier siehst du die neue Zusammensetzung deines Senats und erfährst, ob noch neue Gesetze freigeschaltet wurden. Manchmal können Wahlen jedoch auch unvorhergesehene Folgen haben. Ein Aufstand einer verärgerten Splittergruppe, die mit dem Ergebnis unzufrieden ist, ohne einen Betrug, der ins Licht kommt. Was habe ich hier bekommen? Die Stimme für die politische Partei Gläubige wurde unverteilt auf die politische Partei. Ach, guck mal, die haben Zuwachs bekommen. Und Militär kam hier drauf und Wissenschaft. Kein Problem. Baby Duplo. So, Bevölkerung hinzugewonnen. Freut mich. USA ist gewachsen. So, in Quarius haben wir das Drohnennetzwerk gebaut und jetzt kommt die Industrie. Fahren wir weiter mit unserem kleinen Schiffchen. Guck mal, Kajas habe ich entdeckt. Meine Drohne ja richtig fleißig. Immerhin.
Preise für Militärschiffe sinken. So. Herr Siedler. Herr Heger 3, bitte. Was, die baryonische Abstimmung fehlt? Verarscht, willst du mich verarschen? Shit, wie lange der braucht hier noch? 4 Runden. Aber du kannst die 306 für den Sofortkauf. Ah, shit, die habe ich hier nicht. Na gut, da muss der Siedler noch ein bisschen warten. Wollen wir mal nicht so sein. Dein Außenpostenriegel ist zu einer Kolonie geworden. Yay! Riegel, Riegel. Was haben wir denn hier? Okay. Guck mal, hier ist eine Drohne. Jetzt haben wir hier Wald, gemäßigt und fruchtbar. Nichts davon. Gemäßigt und fruchtbar, sehr gut. Marius hat auch noch einen neuen Siedler bekommen, sehr schön. Ja, Riegel kommt mir auch sehr bekannt vor von Star Trek. Mal googeln, Steffi, bin ich mir selber nicht sicher gerade. Gucken, ob ich jetzt die Forschung kaufen kann. Bonus. Oh, schönes Tier hier. Und wir haben endlich Transrebe, das Luxusgut. Aber ich kann hier nichts bauen. Weil ich nicht genug Geld habe. Oh, die Patrouille scheint hier auch am Ende zu sein. Ich glaube, ich kann jetzt. Ah, habe ich das doch schon erforscht? Von höflich zu freundlich. Freut mich. Weiter so. Gute zuerst. Du hast es weit gebracht bei der Forschung von Techno. Danke. Entdeckter der Wahrheit für. Was? Ende der ersten Ziele reicht um Fantasy. Und jetzt die schlechte Nachricht hier. Was war die gute? Einige der Schiffsmodule, die du freigeschalten hast, können bei zivilen Schiffsrümpfen nicht verwendet werden. Du findest militärische Schiffsrümpfe über die Technologie im verdammten Imperiumsentwicklung des Technologiebildschirms. Suche einfach nach dem Schiffssymbol. Kein Scheißschiff. Ja? Ah, hier. Okay, hier kann ich neue Schiffsklassen werfen. Na gut, gleich mal. Kann ich mit dem Buddy auch da hoch? So, Kesselsyndrom, Alter. Peter. Der Planet ist beseitigt. Okay. Okay. Ich wollte aber eigentlich mit dem Schiff hier fragen, ob der da hochfliegen kann. Irgendwie. Riegel war zur alten Enterprise Kirk von
Planetenkiller bedroht, aber sonst ist da nicht viel passiert, okay. Mirko ist eingeschlafen, ja, das freut mich. Dass dich mein Stream so beruhigt. Neues Ziel, erweitere dein Imperium eine neue Bevölkerungsart, indem du sie gefangen nimmst, assimilierst oder anziehst. Ah, das. Ein Mond. Wasserplanet, oder? Großes Eis. Kann hier aber auch nichts irgendwie scannen oder so. Der sollte dann auch mal. Die Macht der Akademie hat Stufe 2 erreicht. Helden beginnen mit dieser Stufe, wenn sie rekrutiert werden. Awesome. Konsolidiert das System fehlgeschlagen. Eine andere Fraktion hat es wieder. Ich habe keine Ahnung. Kontrolliert das erste mit dem 4-Stand-System in derselben Konstellation. Das habe ich nicht geschafft. So viele Siedler habe ich ja gar nicht gebaut. Neue Heldenstufe. Was kriegt er denn? Ich glaube, wir machen das selber auch nochmal. So, das ist die Erfahrung pro Zug auf Flotte. Partnerflotte. Wer hat das gemacht? Okidoki, what the fuck? Kann den jetzt hier sein Schiff pimpen, ne? Aber gut, er flieht ja nicht im Krieg, deswegen. So, auf Tusa bauen wir gar nichts, das ist schlecht. Was haben wir denn hier noch? Gemäßigt und fruchtbar, gemäßigt und fruchtbar unserem Planet, ja geil. Bauen wir auf jeden Fall. Danach eine einzigartige Verbesserung. Plus das pro entdeckte Kuriosität. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet für mich. Bei laufende Kosten 6, was ist denn eine Kuriosität? Meine blöde Frage, muss ich die aktivieren, damit die überhaupt funktionieren? Ist das so? Öffne die Liste aller in diesem System errichteten Verbesserungen, damit du die laufenden Kosten optimieren kannst. Das habe ich dir aber nur. Ich habe die jetzt ausgeschaltet, oder? Oh, das heißt verschrotten. Bin ich verschrotten. Wofür ist das denn da? Öffne die Liste an dem Systembericht der Verbesserung, damit du die laufenden Kosten optimieren kannst. Kann ich die da ausstellen oder so? Oder einfach pausieren? Ich weiß es nicht.
So, guck mal, die Amöben sind jetzt freundlich uns gegenüber. Das freut mich auch sehr. Sehr gerne mit Freunden Amöben zusammen. What? Neues Ereignis. Oh Gott, guck mal hier. Ich bin voll im Stress machen. Erstmal trinken. Bauch getropft hier. Einen guten Bierbauch. In einem deiner Systeme rebelliert die religiöse Gemeinde gegen ein antiquiertes Klassifizierungssystem mit den Bürgern dessen Leben, bla bla bla. Wirf eine Mal, ignorieren. Minus 10 Zustimmung auf System Imperium. Ich hab keine Ahnung, was Imperium ist. Das bin doch ich, oder? Erhöht die wissenschaftliche politische Ideologie. Scheiße, Religion, ne? Zufriedenheit hat sich geändert. Um 38%, jetzt haben wir nicht so. Na, vielleicht ist die Zufriedenheit vielleicht ein bisschen down gegangen hier. 38 jetzt nicht so geil. Automatisierung auf Zufriedenheit. Probieren wir das doch mal. Vielleicht ändert es ja irgendwas. Hier steht auch, stand gerade Hangar. Ein Schiff irgendwo. Habe ich das denn gesehen? Scheiße. Irgendwo war hier Hangar ein Schiff. Riegel hat wieder Bevölkerung zugeordnet. Schön. Ah ja, und du seid das Schiff gebaut, alles klar. So. Und der darf auch mal hier runter, weil ich glaube, wir können HK1, nee, HK4. Kannst nicht mehrere Außenposten in einem System haben. 25 Runden braucht der scheiß Außenposten. Fehlt mir überall die Technologie. Ach, guck mal. Das sind die Jungs hier. Das ist die App. Das wow. Demi, ey. Was ist das Ding, ne? Ich kann halt gerade überhaupt nichts kolonisieren hier. Den kleinen Planeten kann ich haben. Talita 1. Maschinenbakterien, Maschinenbakterien. Ja. Was bleibt mir anderes übrig? Das ist die Kolonie da oben in Talita zu bauen. Ich frage mich wieder, warum ich dieses Scheißschiff da nicht hinfliegen lassen kann. Ja, hier ist der nächste Runde. Okay, jetzt geht's doch, ich verstehe. Warum kann ich da nicht hinfliegen? Hier kann ich draufklicken, da nicht, da nicht, da nicht. Warum kann ich da nicht. Ah, guck mal, jetzt geht's nicht. Manche Sachen sind bei dem Game ein bisschen freaky. So, wir sollten bald unseren Fort von 600 Dust haben.
So, adaptive Bürokratie. Ich glaube sogar, damit Ödlandskolonien kann ich damit erstellen. Genau. Effizientere Abschirmung ist auf jeden Fall eine Militärforschung. Imperium wird vom Spekulanten aufgekauft. Ja, ich habe aber. Expedition erfolgreich. Deine Analyse Lebensform auf dem Planeten Quarius war erfolgreich. Ressourcen vollkommen transferierbar und 5. Ja, nice. Und ich habe meinen Dust-Vorrat erreicht. Sehr schön. Richtig Cash gemacht. Belohnung Außenposten Verrätersruin. Schon wieder so ein Scheiße. Baue ein Schiff mit mindestens 60 offensiver Militärstärke. Nope. Produziere mindestens 61 Dust pro Runde. In. Immer 36. Produziere 108 Forschung. Glaube ich da gerade. Riecht das denn überhaupt? Was sehe ich das? 84? Ja, probieren wir aus. Machen wir eine Forschungsdiktei. Varius wurde ja hier. Was haben wir denn jetzt auf dem Planeten gefunden? Haben wir da was gefunden? I don't fucking know. So, ist gemäßigt und wir haben da eine Ruine, die kann ich aber nicht erforschen. Meine Expeditionsstärke fehlt mir. Also, haben wir gemäßigt und Monsun. Das ist nicht so geil, ne? Machen wir trotzdem Nahrung, oder? Oder gehen wir auf Produktion? Was ist denn die Industrie-Scheiße hier? Gar nicht, ne? Was ist das hier? Eine Ruine, okay.